Als der liebe Gott das Tote Meer erschaffen hat, muss er ganz schön verliebt gewesen sein. Es ist so salzig, dass man sich reinlegen kann, ohne unterzugehen. In der Wüste Negev liegt das Tote Meer. Das Tote Meer ist ein abflussloser See, der vom Jordan gespeist wird. Man kann im Toten Meer schwimmen, ohne sich zu bewegen. Die hohe Salzkonzentration sorgt für Auftrieb. Hier ist der niedrigste Punkt der Welt und einer der salzigsten. Das Tote Meer ist so salzhaltig, dass hier kaum ein Lebewesen überleben kann. Das Salz kristallisiert permanent an der Oberfläche und lässt wundersame Salzformationen entstehen. Das Wasser und der Schlamm gelten als besonders gesund. Sie helfen gegen Hautleiden und machen schön. Die Schönheit hat auch ihre Schattenseiten. Das Tote Meer wird immer kleiner und ist von schleichender Austrocknung bedroht. Dieses Schild zeigt den Pegelstand aus dem Jahre 2004. Das Meer ist bedroht durch ständige Trinkwasserentnahme aus dem Jordan, die Verdunstung in der Wüste und durch Salzentnahmen für die Wellnessindustrie. Mit einer Lizenz dürfen Sie diesen Film samt Unterrichtsmaterial im Unterricht benutzen. Weitere Informationen finden Sie auf www.schlaumeiertv.de.